Ist unser Nachwuchs chronisch überversorgt? Diese Frage stand am 7. Mai 2013 im Mittelpunkt der jüngsten Podiumsdiskussion im Rahmen der 7. Fakultät. Unter dem Titel »Unterm Glassturz – Das überbehütete Kind« bat Moderator Gregor Wittalm vier Profis zum Gespräch. ATV-Supernanny-Sozialpädagogin Sabine Edinger, Vollzeitmutter und Home-Managerin Dagmar Reithofer, Cornelia Wustmann, Professorin für Frühkindpädagogik und Buchautor Gottfried Hoffmann-Wellenhof. Der Lehrer und Vater von 9 Kindern kritisierte unter anderem die Beschleunigung des Alltags der Kinder, die er in den letzten 30 Jahren beobachten konnte. Ich habe das Gefühl, sie erleben einen unglaublichen Stress. Ja, und dieser Stress, glaube ich, überträgt sich von den Eltern auf die Kinder, weil auch wir immer schneller, alles muss schneller gehen und noch mehr und noch mehr. Und die Kinder bekommen das natürlich mit. Die haben viel zu wenig Ruhe, zu wenig Muße, zu wenig Zeit, einfach einmal auch nichts zu tun. Lösungsansätze sieht Hoffmann-Wellenhof in einer Umgestaltung unserer Arbeitswelt. Das muss viel flexibler werden, also dass auch wirklich zum Beispiel, dass es noch immer ist, dass man um 8 ins Büro und um, weiß ich, um 17 Uhr nach Hause muss. Dass es flexiblere Arbeitszeiten gibt, dass man zu Hause sein kann, dass man mit den Kindern, das, was den Eltern, jungen Eltern fehlt, ist Familienzeit, da bin ich ganz sicher. Ich weiß leider auch nicht, wie man es löst, ja? Aber man müsste zumindest einmal, es gibt ja Betriebe, familienfreundliche Betriebe, die schaffen das irgendwie, ja? Und es müsste viel mehr geben. Eine pauschale Aussage, dass sich die Kindererziehung grundsätzlich verschlechtert hat, kann für Cornelia Wustmann nicht getroffen werden. Allerdings räumt sie auch ein, dass in bestimmten Gesellschaftsschichten Verbesserungsbedarf bestehen könnte. Wir haben verschiedene Milieus, wo wir vielleicht wirklich glauben, da könnte Erziehung besser laufen. Aber da muss ich immer gucken, warum erziehen Eltern ihre Kinder so oder so. Und im Fall der überbehüteten Kinder sehe ich die große Gefahr, dass sie Angst haben davor, dass ihre Kinder nicht so gelingen, dass sie eine gelingende Biografie realisieren können. Wichtig dabei ist, diese Angst ernst zu nehmen und Wege zu finden, darauf zu reagieren. Beispielsweise im Übergang vom Kindergarten Grundschule. Ja? Wo sind da Ängste von Eltern? Wie kann ich denen begegnen, damit sie nicht versuchen zu fördern, wie verrückt, und das Kind in den Reitunterricht bringen, zum Tennis bringen, zum Klavierunterricht, zum Ballett und was weiß ich nicht allem. Und wenn ich diese Angst nehme und Eltern dann auch deutlicher wahrnehmen können, wie geht es meinem Kind, was braucht mein Kind? Braucht mein Kind jetzt einfach auch mal wirklich die Muße oder einfach ausruhen zu können oder einfach mit Freunden spielen zu gehen? Dann können Sie das vielleicht wieder besser erkennen, wenn die Angst weg ist. Gelegenheit zum Austausch gab es aber nicht nur am Podium. Auch die rund 200 Gäste beteiligten sich lebhaft an der Diskussion. Weiter diskutiert wird im Rahmen der 7. Fakultät bereits am 22. Mai, wenn das Politikcafé zum letzten Mal in diesem Semester seine Türen öffnet. Kommende Woche zu Gast Philosoph Peter Strasser.